Show angeteasert. Ich weiß ja nicht, ob da schon jemand dabei war. Aber ich jetzt auch nicht. Fühle mich ja gerade dir, Etienne, ja, so verbunden, weil ich mit dir meinen Einstieg in diese ganze Spielebranche verbinde. Vor, mit mir? Ja, vor, lass es 11 Jahren gewesen sein. Da waren wir zusammen auf einer Party von der GameStar. Das war die GameStar. Das war die GameStar, richtig, Spiel des Jahres. Und ich war damals noch Gutachter bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Was hast du eigentlich auf der GameStar Party gemacht? Ja, pass auf, weil nämlich die Frau Monsen-Engbeding, die Chefin von der BPJM, die war eingeladen. Die hat gesagt, kein Bock. Und dann habe ich gesagt, ja, dann fahre ich. Und da bin ich da hingefahren, kannte keine Sau, komm, ein riesen Ballsaal, alles voll, so runde Tische, alles schick angezogen, kannte keine Sau, dachte, aber Moment, das ist der komische Franzose von Giga, setze ich mich bei denen an den Tisch. Der kennt auch keine Sau. Der sieht auch verloren, ist auch der Einzige, der keinen Anzug trägt. Und im Laufe des Abends, da wurde dann irgendwann sinnlos im Weltraum zitiert. Oh, so, ja, das ist schön, das finde ich ja, schön. Ja, weil man trifft ja auch nicht überall jemanden, der sinnlos im Weltraum kommt. Dann kam Sigismund hier gleich um die Ecke und dann so, schau dir mit beiden, wie heißt es immer gesagt, schau dir mit beiden Fäusten vor die Cover. Ja, und dann gab es irgendwie einen Jump-Cut und dann waren wir im P1 und dann gab es nochmal einen Jump-Cut und dann waren wir irgendwo anders und dann wachte ich plötzlich auf und kriegte lauter SMS aus der Branche und so, das war mein Einstieg. Ja, du hängst mit diesem Franzosen von Giga ab oder was? Genau. Das waren die SMS. Ja.